Aus dem tiefen Wald, da kommt doch her, der Markus von Womoklick. Kurze Vorstellung, ich habe einen YouTube-Kanal, speziell für Wohnmobilisten und Camper. Auf diesem Kanal liegen bereits über 700 Filme, alle von mir alleine gemacht. Also ich habe niemand für den Ton, ich habe keinen Beleuchter. Es ist alles eine Ein-Mann-Show. Und wenn ihr jetzt diesen Ton hört, dann ist das ab einer kleinen Funkstrecke, die ich hier habe. Um die geht es jetzt aber bei diesem Film nicht, sondern bei diesem Film geht es eindeutig um zwei andere Mikrofone. Wie komme ich überhaupt zu der Firma Yellowtech? Als bei meiner Freundin, der SWR, da war, da wurde mit so einem Mikrofon gearbeitet. Das hat mich natürlich verblüfft und es hat mich auch interessiert. Und dann habe ich mir eins bestellt, und zwar das blaue. Und ab jetzt hört ihr das blaue Mikrofon. Das nennt sich Podcaster. Es hat einen Mikrofonhals, das Mikrofon selber, darin eine Aufnahmefunktion, also ein Rekorder ist drin verbaut, und man hat Platz für drei Batterien. Aufgenommen wird auf eine SD-Karte, die ist hier im Schlitz drin, und ich habe damit schon Filme gedreht. Natürlich immer die Aufnahme machen, dann synchronisieren mit einem Klopfen und dann wird die Tonspur dazugelegt. So ist auch der Film entstanden, der Jahresrückblick von Womoklick. Ich habe das Mikrofon kennengelernt und vielleicht die Schwächen rausgefunden. Für mich war eine Schwäche, wenn man es nicht weiß und mit dem Finger da arbeitet, dann kommt immer dieses Geräusch dazu. Das hat mich gestört am Anfang. Im Nachhinein habe ich mir gesagt, dann halt doch einfach das Mikrofon satt und fest, dann kommen diese Geräusche gar nicht auf. Und siehe da, die Geräusche waren weg. Also konzentriert den Mikrofonhals halten. Das mache ich jetzt. Das zweite war, wenn es ganz leise ist, hat dieses Mikrofon oder es verursacht ein leises Rauschen. Durch Womoklick hat mich auch der Chef von Yellowtech erkannt und mich mal angerufen und hat gesagt, hey, du hast ja ein Mikrofon von uns, das freue ich ihn. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Er fragte, wie ich zufrieden sei. Ich sagte, sehr gut, außer eben diese zwei Mankos. Und dann ist ganz klar, wenn du das Günstige kaufst, kriegst du halt nicht das, was das Teure drin hat. Man hat mir dann zur Probe dieses Mikrofon zugeschickt. Und jetzt hört ihr dieses. Es nennt sich IXM, ist eben grau Anthrazit. Und was drin verbaut ist, es hat bereits ein Akku drin. Das heißt, man muss nicht immer den Batterien nachspringen. Jetzt simulieren wir mal, jetzt tue ich das Blaue mal weg. Jetzt simulieren wir, wie es ist, wenn man am Griff hantiert, was man ja viel macht. Gerade wenn es kalt ist, will man mal wieder nachgreifen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, hört man es oder hört man es nicht. Wenn nicht, dann wäre dieses Mikrofon allein schon wegen dem vielleicht eben die bessere Wahl. Vom Grundrauschen her kann ich jetzt auch nichts sagen. Ich habe das Mikrofon heute das erste Mal in der Hand. Für euch, wenn ihr ein neues Mikrofon braucht, dann ist die Wahl zu einem dieser zwei sicher keine falsche Wahl. Und damit es auch fair ist, wir haben ganz wenig Wind,
habe ich hier einen Windschutz, aber leider habe ich nur einen. Und ich möchte die Mikrofons möchte ich eben genau gleich testen. Darum normalerweise wäre bei dem der Windschutz drauf. Jetzt aber, wie tönt dieses Mikrofon? Zum Beispiel jetzt im Schnee. Da hört ihr ja meine Schritte. Wenn ich jetzt aber rede, sollen ja diese Schritte nicht mein Gespräch übertrumpfen. Und wenn ich es aber runterhalte, wie jetzt, dann nimmt mich auch wunder, was noch kommt von meinem Gespräch. Und ich weiß nicht, es ist Tauwetter. Man hört ganz leise, wie wenn es regnen würde. Das kommt aber von den Bäumen. Der Schnee tropft da runter. Dann höre ich jetzt ein Auto, das jetzt in die Nähe kommt. Und wenn man da Reporter ist und ein bisschen diskutieren will, dann ist natürlich blöde, wenn plötzlich laute Geräusche kommen, so wie jetzt dieses Auto. Für mich war das jetzt störend, aber wahrscheinlich durch diese tollen Mikrofone war das gar nicht unbedingt hörbar. Und habe jetzt einfach mal Tonaufnahmen gemacht von 3 Mikrofonen einer günstigen Funkstrecke, dann den Podcaster und den IXM. Übrigens, bei dem Mikrofon ist noch eine spezielle Kapsel drauf. Was ich noch gar nicht gesagt habe und was auch ganz wichtig ist, mich interessieren Herzzahlen und weiß ich was überhaupt nicht. Ich bin Anwender. Ich bin zu bequem, das alles verstehen zu wollen. Ich konzentriere mich auf die Bilder, die ich machen möchte. Und darum sind die technischen Daten für mich nicht interessant. Natürlich muss das Produkt gut sein und eben den Ton richtig schön übernehmen. Auch wenn ich mal leise spreche. Es gibt Situationen, da muss man leise reden. Hört ihr mich jetzt aus dem Anthrazit und jetzt aus dem Blauen? Und jetzt bewege ich nochmals die Finger, jetzt beim Blauen und jetzt beim Anthrazit. So, das war jetzt ein kurzer Test im Wald. Ich fahre jetzt zurück und höre mir das mal an, was ich aufgenommen habe. Bis bald, wir sehen uns. Liebe Tonfreunde, das war jetzt ein kleiner Bericht über die 2 Mikrofone von Yellowtech, dem Broadcast und dem IXM. Ich persönlich habe mich für das IXM entschieden. Begründung, der Ton ist ein bisschen klarer, vor allem in leisen Stellen hört man das S und alles hört man richtig gut. Und zudem ein Akku ist drin verbaut. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, Kabel rein und es wird sofort geladen. Es ist also immer bereit. Ein Mikrofon, dem man auch allzeit bereit sagen könnte. Das war jetzt also meine kurze Einschätzung. Die Wahl liegt bei euch. Es sind tolle Mikrofone, aber mir macht dies besonders Freude, weil ich meistens nachts hier drin meine Filme bespreche und da brauche ich einen tollen Ton, der auch meine Stimme schön aufnimmt. Dazu kommt, ich warte natürlich immer auf nachts, weil dann habe ich kein Vogelgezwitscher. Also ihr Tonfreunde, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr etwas Tolles wollt, mikrofonmäßig, dann Yellowtech. Guten Ton wünscht der Markus.